Musik ist für mich eine Leidenschaft. Musik kann Freude vermitteln, Musik kann helfen, Traurigkeit zu überwinden. Die Musik spielt eine riesengroße Rolle bei uns. Also du wirst in jedem Haushalt wirst du eine Balam finden. Bei mir war es wirklich mein Großvater, der mich in meinen ersten Stunden auf der Welt schon mit diesen Melodien vertraut gemacht hat. Mein Name ist Erin Kamoglu, geboren und aufgewachsen hier in Lustenau mit türkisch-kurdischem Migrationshintergrund. Ich bin tatsächlich auch sehr stark mit der türkischen, kurdischen Volksmusik aufgewachsen. Der Grund dafür war eigentlich die Balama, die saß. Wir wurden gebeten, dass wir ein Projekt ausarbeiten, das eine Verbindung herstellt zwischen türkischer und, sagen wir jetzt, alpenländischer, österreichischer Musik, Blasmusik eigentlich. Wie das denn wirklich oder was da herauskommt, das ist derzeit noch ziemlich offen. Wir sind am Eruieren, okay, was ist so typisch in der türkischen Musik, was ist typisch bei uns in Vorarlberg. Und gerade Lustenau ist auch bekannt mit einigen Volksliedern, die sehr, sehr gerne gesungen wurden und auch immer noch werden und die auch Bezug haben zur Geschichte von Lustenau. Mein Name ist Josef Weberle und ich dirigiere seit etlichen Jahren vorwiegend Blasorchester oder Blasmusikvereine. Wir haben natürlich vom Instrumentarium her Blasmusikinstrumente mit an Bord. Die werde ich dann versuchen, in diese türkische Musik mit einfließen zu lassen, aber auch genauso umgekehrt einen schönen Übergang sozusagen in die Volksmusik, in die hierige Volksmusik zu verschaffen. Ja, also ich übernehme die Arbeit, was die Komposition angeht. Der Josef und seine Jungs und Mädels übernehmen das Spielen. Ich werde natürlich auch mitspielen mit der Saas und auch singen. Der Josef wird das Ganze auch dirigieren und ich bin sehr, sehr gespannt aufs Outcome. Güzelliğin on par etmez, güzelliğin on par etmez. Bu bendeki aşk olmasa, eğlenecek yer bulamaz. Gönlümdeki köşk olmasa, eğlenecek yer bulamaz. Gönlümdeki köşk olmasa. So, Erin, nein, bitte. Frage, du hast ja da mehr Töne als wir. Ja, gell? Theoretisch schon. Also nicht nur Halbtöne, sondern auch Vierteltöne. Also es wird sicher eine interessante Geschichte, oder? Die türkischen Volkslieder oder türkischen Volksweisen, die du von deiner Heimat mitbringst, da wäre mir wahrscheinlich eher so ein bisschen den Park der Harmonien oder leichten irgendwo so eine Begleitung irgendwo, genau, einflechten können, auf eine zarte Art und Weise, mit leichten rhythmischen Flossen, ja, genau, vielleicht. Und umgekehrt, wenn es dann um die Lustenauer Volkslieder geht, dann denke ich mal, wirst du eher die Umspielungen machen. Genau, oder, da werde ich versuchen. Oder einen rhythmischen Effekt vielleicht dazu hineinbringen. Das könnte man ja, genau, gut vorstellen, oder? Das wird sich dann bei den Proben
gut herausstellen, wenn wir das auch wirklich live hören. Wir könnten mal etwas probieren, oder? Ja, probieren wir es gleich mal. Ihr spielt ja Das Dunkle unter der Wenke, ein typisches Lustenauer Volkslied. Ja, den? Schauen wir mal, wie das passt mit Sass zusammen. Versuchen wir es das. Also. Donut ist klar, nehmt ihr. Nehmt ihr D-Dur. Klingen? Ja, super, probiert es einfach mal. Das wäre jetzt interessant. Probieren wir mal die Schildpadder.